So. Dann holen wir uns jetzt hier mal die Bullfrog ab, würde ich sagen, oder? Wo bin ich da hochgeklettert? Hilfe. Ah ja. Kann es sein, dass die Bullfrog eine richtig geile Sprint-to-Fire-Time hat? Wie ist die Vago, Chris? Ich habe irgendwie 23 Millionen Videos zur Vago gemacht, weil ich sie so liebe. Die ist insane geil. Aber niemand ist hier einfach gelandet. Traurig. Zockt Serge eigentlich noch Warzone? Ich glaube sogar jede Nacht, ja. Feindliche Drohne ist aktiv. Aber Serge spielt natürlich auch viel GTA. Oh, das war ein knapper Gunfight. Vago ist mega geil, ja. Ich feiere die auch extrem. Ach nö, jetzt haut die mir da unten. Okay. Feindliche Drohne ist aktiv. Was sagen, hat heute Morgen um 6 Uhr Rebirth gespielt, Alter. Nur Zwergen. Sag mal, niemand mehr auf dem Dach oder wie? Ja, komm, ich geh auch runter. 2 Kills, 29 Alive und gar nichts. Einen Kill gemacht wenigstens. Ja. Feinde landen im Einsatzgebiet. Bin so gewohnt, nach einem Fullkill aufs Radar zu gucken. Aber man sieht ja nichts. Das ist ja Solo. Aktive Feinde, töte sie alle. Ist er weggerannt? Feinde landen im Einsatzgebiet.
Heieiei. Irgendwie 42 plus Recall Booster ist Liebe. Ja. Oh, wie schnell. Schnell der weg war. Oh, wie er durchgezogen ist. Das Gas nähert sich dir. Nein. Ah, wenn er mir den einen Hit nicht gegeben hätte, ne? Ja, komm. Show, Level 1000 mit dem Bodyshoot. Oh, das war aber... Oh, mein Freundchen. Oh, mein Freundchen. Also, Joe. Also... Der hat die 100k-Runde gewonnen, ne? Die erste in der EU, glaube ich. Oh, mein Freund. Willst du jetzt nicht meinen, ne? Willst du jetzt nicht meinen, aber ob das nicht eventuell ein bisschen knapp war? Feindliches Team verfolgt deine Position. Nein, gesniped von hinten. Habe ich noch einen Respawn? Uiuiuiuiui. Wenn er mir nicht einen Hit mehr gegeben hätte, ne? Ich hätte halt den Gunfight gewonnen. Schade. So, ich hol meine Waffen. Nein. Wieder Auferstehung endet jetzt. Sei auf der Hut. Ach, und keine Blitz. Alle Preise wieder normal. I need a big game bounty. Kopfgeldauftrag gefunden. Gehen wir auf die Jagd. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Ich will doch einfach MW wie ich, dann kannst du auch Verdans spielen. Ja, aber man will ja Warzone Verdans eigentlich spielen, ne? Multiplayer Verdans ist halt klar cool mal, aber Warzone ist halt viel geiler als Multiplayer, weil Multiplayer... Feinde landen im Einsatzgebiet. Drei Leben, Runde vorbei. Also ist Runde vorbei. Drei Leben. Tot. Auf die Platte. Das war sein Lodi wahrscheinlich. Ah, das ist halt schon, oder? Ah. Guck mal an. Guck mal an, wer da oben ist. Ich hoffe für ihn, dass er da jetzt oben sniped. Das ist das Endspiel. Wieder auferstehen. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Unter den letzten 10. Oh, gut gemacht. Er ist gestorben. Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Feindlicher Soldat ist da. Als Abwechslung. Achso, ja, habe ich sogar doch... nicht vor allzu langer Zeit sogar schon gemacht. Hm. Wie waren wir oben? Ich wundere. Ein paar mehr Platten wären halt echt super, ne? Aber
Hat da nicht noch von unten jemand gesniped, ja. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Das Gas breitet sich aus. Ganz kurz überlegt, ob ich die Gondel nach unten nehmen soll. Vorratskiste markiert. Sichere die Waren. Wem hat er gefightet? GG's. Er will die Sims nicht? Oh, ich hab Sims nicht gesehen. Egal. Egal. Ja, Joe hat leider nicht für den Win gereicht, ne? 100.000 Dollar EU-Win hat's gereicht. Für die Rebirth-Win leider nicht. GG's an der Stelle. Hä, aber was ich nicht verstehe, ich hab einen von den vier getötet, okay? Dann waren nur noch ich und zwei andere. Die haben sich gefightet. Ich hab den einen getötet, währenddem er da über die Mauer gesprungen ist. Und dann dachte ich so halt so, hä, okay, dann hat der wahrscheinlich mit einem unten gefightet oder so. Aber der links hat dann irgendwie auch gar nicht mehr geschossen. Und dann war der aber doch noch links über mir. Der hätte mich halt so easy pushen können. Und ich hätte, also der hätte mir in den Rücken schießen können. Komisch. Egal, GG's. Hat für Joe nicht gereicht gegen Stylus. Er hat leider nicht gereicht. Nur den Einkampf halt. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Self-Revive maybe. Ja, stimmt. Das kann echt gut sein. Self-Revive und dann ist der andere gepanickt und ist schnell in die Zone gerannt. Wurde von mir getötet. Der andere hat Self-Revive gemacht. Und deshalb hatte der auch keine Platten wahrscheinlich. Ja, das macht schon Sinn. Aber die Situation war irgendwie trotzdem komisch so, ne? Deshalb, aber ja, mit Self erklärt das auf jeden Fall.